Für den Hefeteig gebt ihr den Zucker und die zerbröckelte Hefe in eine Schüssel, fügt ein wenig vom warmen Wasser hinzu und verrührt das Ganze zu einer Paste. In einer Rührschüssel vermischt ihr das Mehl mit dem Salz und fügt das Öl und die Hefemischung hinzu. Zum Schluss folgt das restliche lauwarme Wasser und ihr könnt mit dem Kneten beginnen. Ich verwende dafür meine Küchenmaschine und verknete einen kompakten, aber auch leicht feuchten Teig. Dabei nehme ich den Teig immer wieder vom Knethaken herunter und drücke ihn zurück in die Schüssel. Ich knete ihn etwa 5 Minuten lang, bis er schön elastisch ist. Im Anschluss gebt ihr ihn auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche, formt eine Kugel und gebt den Teig in eine befettete Schüssel zum Ruhen. Mein Tipp, damit ihr eine gute Temperatur für euren Hefeteig schafft. Ich erhitze meinen Backofen ca. 5 Minuten lang auf 100 Grad. Dann schalte ich ihn aus und lasse nur das Lämpchen an. Dann kann der Hefeteig schön vor sich hingehen. Jetzt folgt die Variante für alle, die es eilig haben. In eine Schüssel gebt ihr das Mehl und vermischt dieses mit dem Salz. Fügt das Öl hinzu und das lauwarme Wasser und verknetet einen kompakten, aber feuchten Teig. Nachdem ihr die Kugel auf 8 gleich große Stücke aufgeteilt habt, wird jedes davon zunächst rund gewirkt. Ich decke die Bällchen dann mit etwas Frischhaltefolie ab, damit sie nicht austrocknen, und bereite in der Zwischenzeit die Creme zum Bestreichen und auch alle anderen Zutaten zu. Die Creme ist schnell verrührt. Ihr braucht dafür Creme fraiche, Mascarpone und Sauerrahm. Falls ihr Mascarpone oder Creme fraiche gerade nicht zu Hause habt, könnt ihr stattdessen auch Frischkäse nehmen. Dann folgt meine geliebte Knoblauchkräuterpaste. Ihr könnt stattdessen einfach 2 bis 3 klein gehackte Knoblauchzehen nehmen. Ein paar frische oder gefrorene Kräuter, etwas Salz und Pfeffer und Muskatnuss und das war's auch schon. Verrührt die Zutaten gut miteinander und stellt die Creme kalt. Das sind übrigens meine Bleche, die ich für Pizza und Flammkuchen verwende. Es lohnt sich, wenn man sich so ein Teil anschafft, insbesondere so eins hier, weil die Flammkuchen dadurch wirklich knusprig werden. Zurück zum Hefeteig, der ist jetzt nämlich schön gegangen und jetzt könnt ihr ihn schon bearbeiten. Ihr gebt ihn auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche und teilt ihn genauso in 8 Stücke auf, wie ihr es mit dem Teig ohne Hefe gemacht habt. Nachdem ihr sie ein wenig bemehlt habt, rollt ihr die Bällchen nun etwa 1 bis 2 mm dünn aus. Wenn ihr nicht alle Flammkuchen auf einmal zubereiten wollt, weil zum Beispiel eure Kinder am Nachmittag erst aus der Schule kommen, dann packt ihr sie einfach in etwas Frischhaltefolie ein und gebt sie in den Kühlschrank. Sie halten es da ein paar Stunden aus. Jetzt zeige ich euch mal, wie ihr die Flammkuchen belegen könnt, egal ob Hefeteig oder Teig ohne Hefe. Wichtig ist, dass ihr jeden Teigfladen mit etwa 2 bis 3 Esslöffel von der Creme bestreicht und dann kommt eben der Belag eurer Wahl.
Damit die Flammkuchen schön knusprig werden, ist es wichtig, dass euer Backofen gut vorgeheizt ist und zwar auf 270 bis 280 Grad. Behaltet sie immer im Auge, weil sie vor allem am Rand sehr schnell verbrennen können. Die Variante mit den Feigen ist übrigens meine Lieblingsvariante und ist noch nicht vollständig, denn da kommt jetzt noch geräucherter Lachs drauf und etwas Rucola. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das klingen muss, wenn ihr so einen Flammkuchen aufschneidet. Nicht jeder Belag ist auch jedermanns Geschmack, deswegen hatte ich den Wunsch, euch verschiedene Optionen anzubieten. Außerdem könnt ihr, je nachdem wie viel Zeit ihr gerade habt, auswählen, welchen Teig ihr zubereitet. Ich hoffe, ich habe euch in diesem Video einige interessante Ideen vorgestellt und wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung. Musik.